Hallo und herzlich willkommen zu Im Let's Talk for Real. Mein Name ist Markus Gerhardt vom Immobilienmanager und mir gegenüber steht Miriam Boll von der Textschwester und unser Gast heute ist Daniela Steinfeld. Daniela, du bist Kulturschaffende, du bist Kulturaktivistin, Galeristin, sehr aktiv in der Düsseldorfer Kunstszene. Hier sind wir jetzt in einem Schaulager in Lierenfeld, eigentlich ein Standort, der für Gewerbe bekannt ist und nicht so sehr für Kunst und auch nicht so sehr für Kunst, die in der ganzen Welt eine große Rolle spielt. Was ist eigentlich ein Schaulager und was ist die Aufgabe dieser wunderbaren Location hier? Ein Schaulager, das ist in dem Namen schon enthalten. Also du hast eben ein offenes Lager. Wir haben ja hier auch unser Kunstlager, wo diese ganzen Arbeiten, die aus Ausstellungen kommen, zwischengelagert werden, ausgeliefert werden, verpackt werden und so weiter. Und wir haben hier den Showroom, wo unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden, wo wir aber auch die Möglichkeit vor allen Dingen haben, Kunstwerke zu zeigen, die in der Galerie gerade nicht gezeigt werden. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. In der Galerie finden kuratierte Ausstellungen statt, Ausstellungen von einzelnen Künstlern. Hier im Showroom kann ich, wenn ich möchte, jeden Tag eine andere Präsentation machen. Wir sind aber auch dazu übergegangen, hier Events zu halten, Essen zu halten. Wir haben hier Vorträge und Talks, teilweise sehr, sehr hochkarätig. Und eine wichtige Sache hier im Gewerbegebiet, das gefällt mir besonders gut, ist eben, dass man hier nicht so automatisch vorbeikommt, sondern es ist eben wirklich auf Einladung, man muss das kennen, es ist so ein bisschen behind the scenes. Daniela, wir sind hier im Gewerbegebiet, ihr habt es gerade angesprochen, das ist sowas wie das Off der Stadt, kann man vielleicht sagen. Aber hier tut sich unheimlich viel. Es gibt Galerien oder Ateliers, es gibt junge Künstler, die hier sind, in dem ganzen Viertel. Braucht die Kunstszene die Düsseldorfer Innenstadt gar nicht mehr? Also wir befinden uns hier in einem Haus, das ist voller Künstlerateliers. Das ist aber tatsächlich im Gewerbegebiet die absolute Ausnahme. Es ist auch noch nie so gewesen, dass Künstler in der Innenstadt ihre Ateliers gehabt hätten. Künstler brauchen tatsächlich die industriellen Hallen, die brauchen die Sachen, die vielleicht nicht ganz so schick sind. Es ist so wie Chelsea in New York. Die Galerien gehen auch und die Künstler gehen immer dahin, wo die Mieten eben nicht so hoch sind, weil es tatsächlich gar nicht, wie es also fälschlicherweise angenommen wird, nur immer so ein Luxusgewerbe ist, sondern Kunst geht wirklich in die Basis der Gesellschaft rein. Und da braucht man dann einfach auch wirklich preisgünstige, gute Mieten. Daniela, du hast es ja angesprochen, die Künstler suchen sich ihre Nischen, gehen in solche Stadtgebiete wie hier in Lierenfeld. Viele Städte haben aber Angst vor der Gentrifizierung. Jetzt fragt man sich natürlich, wie jemand wie du diese Städte hier überhaupt gefunden hat. Ja, also hier, das war ein großer Glücksfall, weil tatsächlich das gesamte Gebäude hier von einem Sammler besessen wird und der natürlich große Kunstaffinität hat, der auch in Düsseldorf selber eben Immobilien entwickelt. Und ich habe ursprünglich einen Lagerraum gesucht und ich hatte hier aber relativ viel Fläche. Ich habe dann Künstler hier eingeladen, so das als Atelier zu nutzen. Und dann irgendwann merkte ich, dass ich das wirklich so großartig finde, dass ich gerade eben hinter den Kulissen etwas haben möchte, wo ich ganz unabhängig von Messen, ganz unabhängig von den Ausstellungen in der Galerie Leute einladen kann, die sich das hier angucken können. Für Projektentwickler und für Eigentümer sind normalerweise Sachen relevant wie Miete, Rendite, Flächenoptimierung. Wie passt denn das eigentlich mit Kunst zusammen? Das passt sehr, sehr gut zusammen. Ich würde dabei den Fokus gar nicht auf Rendite unbedingt legen, aber sicherlich auf großartige Aufwertung und auf natürlich auch die Bildung einer Marke für ein Gebäude, dass wenn es zum Beispiel eine wunderbare Außenfassade hat oder eine Skulptur im öffentlichen Raum, die sich in die Stadt einfügt, dass das natürlich tatsächlich dann auch wie so eine Benchmark wird, dass man sagt, oh guck mal, das ist doch das Gebäude mit dieser tollen Skulptur. In Berlin ist im Moment unheimlich viel Unruhe in der Kulturszene. Es gibt Sammlungen und Privatmuseen, die teilweise unter Protest die Stadt verlassen. Wie ist das hier in Düsseldorf? Wie bewertest du da die Kulturpolitik? Also Kulturpolitik hat nur am Rande mit diesen Entwicklungen in Berlin zu tun. Die Kulturpolitik in Düsseldorf ist einerseits schon sehr kunstfreundlich, weil man in Düsseldorf verstanden hat, dass die Kunst eben wesentlicher Bestandteil der Stadtgesellschaft ist. Ansonsten würde ich sagen, dass wir hier im Rheinland traditionell diese wirklich große Sammlerschaft haben, diese Akzeptanz von Kunst und Kultur in der Gesellschaft. Und das ist ein unglaubliches Fund, mit dem wir wuchern sollten und was wir auch weiterentwickeln sollten. Daniela, wenn man den ganzen Tag mit so herrlichen Dingen zu tun hat wie hier, fragt man sich unweigerlich, was steht bei dir zu Hause? Ja, also zum Beispiel solche Arbeiten von Gerold Miller. Das ist ein Künstler, mit dem habe ich gerade erst
angefangen zu arbeiten, aber ich habe tatsächlich von jedem einzelnen Künstler, mit dem ich zusammenarbeite, besitze ich selber Werke und habe die auch zu Hause aufgehängt. Ja, dann muss das wahrscheinlich eine sehr große Wohnung sein, aber so wie ich es verstanden habe, ist das hier ein bisschen Wohn- und Arbeitszimmer zusammen. Ja, das war's schon wieder bei Im Let's Talk for Real. Vielen Dank, Daniela Steinfeld von der Galerie Van Horn, dass wir hier sein durften. Tolle Location. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Miriam. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke, tschüss.